So, während ihr wieder euren Rausch von letzter Nacht ausschlaft oder dann überlegt, fuck, Alter, wer ist denn diese Alte neben mir im Bett, sitze ich wieder im Auto früh samstags und Kombi, wenn es am Start. Guten Morgen, Leute, Kombi, wenn es wieder. Wir haben ja wieder Samstagmorgen und ja, Nachtschicht passt wieder. Ganz kurz, muss mal hier gucken. Hier. Oh, my daddy, I love your videos. Can I be in one? So, dude, you now are be in one video of me. Shut the fuck up and go away from my wall. 2 Sekunden Fame. Aber eigentlich ganz lustig. Also, wenn ihr mal jemanden habt ihr, oder selbst mal hier ein Video sein wollt, dann schickt mir einfach mal ein Hi auf meine Wall. Und ich hau euch dann im Video mal rein oder erwähne euch kurz, je nachdem. So, ich habe schon mal wieder alles vorkombiniert. Es ist nicht allzu viel diesen Wochen waren das 3 Wochen, glaube ich. Ja, 3 Wochen waren es natürlich. Letzte Nachtschicht und wieder Nachtschicht. Monstermäßig ist dieses Mal nicht so viel rausgesprungen. Ich habe wieder schon alles vorkombiniert, bis auf Mystic. Ich müsste schwindeln, ich habe uns mal kurz nachgerechnet. 25 oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da ich jetzt meinen Plus-Squad endlich voll habe, geht es jetzt daran, mein Eternal-Set voll zu machen. Und das wird eine Menge Arbeit, alter Falter. Puh, aber man muss ja mal irgendwann anfangen. Und wenn man es dann einmal voll hat, dann freut man sich richtig. Dann freut man sich richtig, dass es so, man muss es halt nur bis dann durchhalten, ja. Das ist halt immer, nee, kein Plus. Machen wir mal die beiden. Man muss es halt nur wirklich durchhalten, ja, und da muss ich mich auch wirklich zusammenreißen, dass ich das auch diesmal durchziehe. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal nicht weiter zu kombinieren, weil alle Plus habe ich, die ich brauche, und von daher ist das für mich alles jetzt nur noch Pillepalle. Ich werde jetzt auch anfangen, wieder Dias zu sparen, weil ich mal hoffe, dass Ende des Jahres im Herbst wieder eine neue Monsterklasse rauskommt, und dieses Mal möchte ich das Ding so richtig rocken. Am liebsten hätte ich dann 30.000 Juwelen, nur damit ich dann am Anfang gleich ruhen kann. So viel werden es dann wahrscheinlich nicht werden, aber wäre wirklich schön, und man muss ja auch nicht übertreiben. Zum Beispiel jetzt die Woche habe ich 1.600 Juwelen gefarmt, lief richtig gut mit dem Dungeon-Boss und alles, und 500 in den epischen Boss ungefähr rein, habe jetzt 14 Quad Damage, finde ich okay, reicht zu, und dann würde ich jetzt noch 200 Juwelen für Skillpunkte ausgeben, für Ausdauer, und der Rest wird gespart. So würde ich das jetzt im Endeffekt durchziehen, dass dann immer von EB was ausgebe, dann 200, Entschuldigung, dann 200 Juwelen für Skillpunkte ausgebe und den Rest dann auf die hohe Kante lege, falls dann auch mal wieder ein Ecrolet kommt. Ja, das würde sicherlich auch nochmal kommen. Da ist es auch schon mal gut, wenn man da immer so viel sparen kann wie möglich. Und ja, dann sehen wir einfach mal weiter. Wo sind die ganzen Monster? Das sieht so wenig aus irgendwie. Bam. Kann mir nicht helfen. Jaffa, gell? Schön wäre es auch, wenn ein Bus rausspringen würde, aber glaube ich eher nicht. Also wie gesagt, das ist echt nicht viel, aber zeigen möchte ich euch ja trotzdem mal. Und es ist gerade echt schön, dass bis jetzt alles geklappt hat. Aber ich möchte echt meine Fresse halten, weil jetzt wird es losgehen, dass die anfangen zu fehlen. Hundertprozentig. Bäm. Nee, doch nicht. Ah. Wenn es dann so ist, dass ich welche doppelt habe, werde ich natürlich weitermachen, so Divine. Aber bis jetzt 1-1-1-1. 2 Rhinos habe ich bis jetzt. Muss man mal gucken, dann wie das weiterläuft. Das meiste ist holy. Och, nö. Ja gut, ist ja egal. Am Anfang ist es eh egal, weil was man hat, das hat man, und wenn die dann eben mal wechseln, dann ist es auch okay, okay. Okay. Dann ist es okay, okay. Machen wir mit den Angry Birds weiter. Das ist auch wirklich gar nicht einfach, dann frühs nach der Nachtschicht irgendwie noch sinnvolle Sätze zusammenzubringen. Boah, Alter, das hat sich wieder gezogen. Habt ihr Nachtschicht? Also hat von euch jemand Nachtschicht? Boah, ey, die Freitage. Wenn du Freitag auf Nachtschicht gehst, das ist richtig asozial immer. Also ich habe das ja von Anfang an, ich bin ja schon in der Lehre auf Nachtschicht gegangen, am Ende hin, weil normalerweise Lehre ist ja verboten, aber zum Ende hin. Und ich bin es nicht anders gewöhnt, aber das kotzt mich immer noch an. Also wenn ich freitags auf Arbeit gehen muss, dann noch am besten, wenn ich auf die Arbeit fahre, dann noch die ganzen jugendlichen Pratzen sehe, die dann irgendwie Party machen gehen. Okay, das stört mich nicht, aber das zieht sich dann immer so. Das ist so
Ekelhaft, also, oh, da könnte ich immer so im Strahl kotzen. Ach, ekelhaft. Also, das ist wirklich einfach nur ekelhaft. Was haben wir denn hier noch? Machen wir. Ja, komm, machen wir mit Dark Plus und dann nehmen wir auf. Ich muss mal kurz an meine E-Zigarette ziehen. Ach ja, und außerdem, ich hoffe jetzt mal, dass es das Video richtig aufnimmt, weil ich wollte auch schon mal ein anderes Video wieder aufnehmen und dann habe ich gemerkt, das hat ja nur ungefähr 2 Minuten aufgenommen. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe zuerst gedacht, es müsste ja der Speicherplatz sein, weil es hat doch irgendwie keine Meldung gezeigt oder keine Fehlermeldung. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es die Aufnahme aufnimmt, weil ansonsten bin ich am Arsch mit dem Video von dem Kombi-Event. Was vibriert hier im Hintergrund? Okay, jetzt haben wir jetzt hier 1, 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 alles Einsen. Kam mir vor uns irgendwie mehr vor, wo ich die kombiniert habe. Hier haben wir noch ein R. R. Hier haben wir noch. Fuck, wir hatten ja doch noch N. Dark Plus. Merte. Na okay, es gibt Schlimmeres. Ist die Maria? Ist die neu? Die ist mir noch nie aufgefallen. Seit wann? Seit wann habe ich denn die? Oh. R plus Holy ergibt Fire, glaube ich. Ja. PPK. Und dann machen wir jetzt noch den Dark plus plus den Earth plus. Komm, mach mal, ich würde noch gerne noch einen Divine machen. Puh, 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 puh. Okay, ist eigentlich nicht schlimm. Wir gucken nochmal schnell durch. Haben wir was vergessen? 1, 1, 1. Hier oben war auch alles bis auf 1 runter. Ja, 1, 1, 1, 1, 1, 1, alles Einsen. Ich möchte halt nichts übersehen haben. Aber es sieht wirklich so aus, als wären wir schon durch. Ja, okay, was ist rausgekommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau. 10 habe ich am Anfang auch so überlegt. Und wenn 10 Eternals rauskommen, dann ist es eigentlich ganz okay gelaufen. Na klar, es sind sogar 11, weil 2 Dark Plus, 2 normale Dark Rhinos. Und, ah, da fällt mir was ein. Haha, wir können noch eben machen. Du, Ehrenjob. Wollen wir Fortune-Eier aufmachen? Wollen wir es machen? Ich weiß nicht. Was kommt denn da am besten rauskommen? Ach nee. Nee, komm, wir machen einfach einen Eternal. Das ist mir jetzt zu. Das wäre mir jetzt zu blöd. Sally hatten wir auch, ich auch noch nicht. Okay, dann haben wir noch einen für die Sammlung, aber nichts zum Kombinieren. Wir haben nichts zum. Ja, nein. Nein. Okay. Gut, dann bleibt das so stehen. Wir gucken mal schnell auf den Damage. Mit Dark Leader und Gildenbuff. Ja, mit Dark Leader und Gildenbuff 535 Milliarden. Nee. Die halbe Milliarden haben wir voll. Das ist eigentlich ganz nice. Dann kann ich euch nochmal schnell zeigen, mein Squad Damage. Hatte ich damals auch ein Video gemacht. Das habe ich nie hochgeladen. Fragt mich nicht, warum, Leute. Ich hatte 90 Milliarden bis noch vor kurzem. Und dann habe ich gesagt, wo habe ich nochmal, glaube ich, im Video gesagt, das muss ich eben verbessern. Und jetzt habe ich 122 Milliarden. Ist jetzt nicht ganz so maskulin. Das kann man so irgendwie vergleichen wie Martinez beim FC Bayern, ja? Also es war sau teuer, sprich, Juwelen war sau teuer. Ist auch echt stabil, aber ist jetzt nicht so eine so eine ganz krass herausragende Persönlichkeit, weißt du? Also Bayern, Martinez und da gibt es halt eine andere, die da mehr rausstechen. So, war kein guter Vergleich, ich weiß schon. Gut, damit wäre ich durch für heute. Und wie geht's jetzt weiter? Ich weiß es noch nicht. Ja, genau, noch ganz kurz. Ich fahre nächstes Wochenende zu mir nach Hause, nach Sachsen und muss mal schauen, dass ich bis dahin noch ein paar Videos aufgenommen habe. Also wundert euch nicht, wenn jetzt die nächste Woche nicht ganz so viele Videos kommen sollten. Dann habe ich das einfach nicht geschafft. Dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich bin raus. Tschüss. So, das war's mit meinem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich alles mit mobilen Geräten mache. Ich tue die auf mobilen Geräten aufnehmen, ich tue die auf mobilen Geräten bearbeiten und ich tue die auf mobilen Geräten uploaden. Puh, für den Arsch, oder? Eigentlich was Neues einfallen lassen, oder?
Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommi da, lasst ein Like da. Und wenn ihr ganz krass seid, wie unten seht, das aufgelistet, auch ein schönes Video, damit ihr für ganz dumme auch wisst, wie das funktioniert. Könnt ihr mich abonnieren, würde mich tierisch freuen. Das ist immer ein schönes Zeichen dafür, dass euch die Videos gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.